Das hier vorgestellte Produkt habe ich eigenständig gekauft und bezahlt. Der Inhalt spiegelt uneingeschränkt meine eigene Meinung wider. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich gerne auf eine Zuschauerfrage eingehen. Und zwar geht es um diese Kamera hier. Das ist die Apeman 4K Action Cam, die ich in diversen Videos hier auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt habe. In einem meiner Videos habe ich drei Apps gezeigt, mit denen ich in der Lage bin, genau das zu tun, was ich jetzt gerade oder was ihr jetzt gerade hier seht, nämlich das Live-Bild der Kamera ansehen. Das hilft bei so einer Actioncam natürlich immer sehr und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Das hier ist jetzt die App NovaCam. Ich zeige sie euch nochmal. Also so sieht die App und das Logo aus. NovaCam. Ich starte das nochmal und die Frage meines Zuschauers war nun, hey, wie bekomme ich denn die Videos, die ich mit dieser Kamera aufgenommen habe, auf mein Handy, auf mein iPhone drauf? Und das ist sehr, sehr einfach. Und zwar nehme ich jetzt hier mal ein Testvideo auf. 1, 2, 3, Testvideo, 1, 2, 3. So, jetzt speichern wir das Video hier mal auf der Kamera ab. Und jetzt tut ihr einfach Folgendes. Ihr klickt hier oben auf dieses Bildersymbol drauf und sagt erst einmal Remote Kamera. Jetzt macht er eine Verbindung oder baut eine Verbindung zu dieser Kamera auf. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, dieses Video herunterladen. Das machen wir jetzt mal. Das ist jetzt hier ungefähr 10 MB groß. Also ihr seht, die Dateien haben schon eine ordentliche Größe. So, dann ist das jetzt heruntergeladen. Jetzt sage ich zurück. Und das Problem ist, wenn ich jetzt hier unter Local Media gehe, dass dieses Video auf meinem in der App, im Speicher dieser App liegt, aber eben nicht zugreifbar ist hier in meinen Bildern, die ich normalerweise auf meinem iPhone verwende. Mir ist gerade beim Videoschnitt aufgefallen, dass ich mich vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt habe. Mit den Bildern, die ich auf meinem iPhone verwende, meine ich natürlich die Foto-Applikation, die auf meinem Handy vorinstalliert ist, also wo alle meine Fotos und auch alle meine Videos landen, wenn ich sie zum Beispiel mit der kamerainternen App aufnehme, dann landen die alle hier und da möchte ich natürlich auch die Videos und Fotos meiner Actioncam haben, um sie entsprechend weiterverarbeiten zu können. Und darauf bezieht sich all das, was ihr jetzt hier im Video noch sehen werdet. Also gehe ich jetzt hier in diesen Local Media Store rein, wähle mein Video aus und sage dann Share. Beim ersten Mal, und das scheint mir ein Bug in der App zu sein, zeigt er nur so drei Punkte an. Ich gehe jetzt nochmal zurück und mache das gleiche nochmal, Share. Oh, das war jetzt natürlich Delete, Share. Und jetzt sollte er mir andere Optionen anzeigen und eine davon ist Save Video, wie ihr hier seht. Ich sage also jetzt Speichern und wenn ich jetzt zurück in meine App gehe, so, da seht ihr, da ist jetzt mein Video in meiner lokalen Applikation, das ich gerade eben aufgenommen habe, so wie das Ganze hier sein soll. So, jetzt machen wir diese NovaCam-App mal zu und ich nehme sie mal hier wirklich komplett im Hintergrund raus und öffne jetzt mal die zweite App und zwar ist das die ZS Anycam-App. Da sieht das Ganze nämlich ähnlich aus. So, ich sollte jetzt hier gleich die Verbindung zu meiner Kamera aufgebaut haben. So, da hat er eine Sekunde gebraucht. Und zwar sieht es hier so aus in der App, dass hier unten dieses Symbol für uns relevant ist. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf. Und da ist mein Video, das zeigt er mir auch sofort an. Und da sage ich einfach auf diesem Pfeil nach unten Download. So, jetzt lädt er das Video auf mein Handy runter. Und hier ist das Schöne, ich muss jetzt nicht mehr dieses Share durchführen, das ich gerade eben bei der anderen App tun musste. Wenn ich jetzt hier einmal zurückgehe, seht ihr, da ist das Video jetzt gerade aufgetaucht. Und das funktioniert nun, ohne dass ich jetzt hier nochmal speziell diesen Zwischenschritt mit diesem Teilen gehen musste. So, jetzt schließen wir auch diese App einmal im Hintergrund komplett und dann zeige ich euch noch meine dritte Applikation, die ich damals vorgestellt habe, der Vollständigkeit halber. Und zwar ist es die Final Cam App. Auch hier schauen wir, dass die Verbindung zu meiner Kamera funktioniert. Passt. Jetzt gehe ich hier drauf und sage, okay, auf dieses Pfeil-Runter-Symbol zeige mir bitte meine entsprechende Datei. Und dann gehe ich jetzt hier einfach drauf und er geht im Hintergrund jetzt hin
und also Haken, Pfeil nach unten, er lädt mir auch diese Datei wieder entsprechend herunter. Aber hier ist es genau wie bei der ersten NovaCam App so, dass die jetzt irgendwie in so einem App-internen Speicher liegt. Also wenn ich jetzt hierher gehe, seht ihr, da sind die drei Videos von vorhin, aber nicht das, was ich gerade runtergeladen habe. Hier gehe ich also noch einmal zurück und muss jetzt hier oben in dieses Bildermenü reingehen und wähle dann, wenn es gleich angezeigt wird, meine oder mein Video entsprechend aus. So, das ist dieses hier. Das nee, ist das ist ein anderer. Ja, das ist ein anderer Test. Okay, dann wird es wahrscheinlich das erste sein. Genau, da ist mein Video. Ja, Testvideo. Und jetzt muss ich hier oben auf dieses Ordner-Symbol draufklicken. Und dann wird das Ganze entsprechend abgespeichert. Das heißt, wie ihr seht, ich gehe jetzt hier wieder zurück in meine Foto-Applikation. Und da ist das Video jetzt gerade aufgetaucht, also so wie es sein soll. Heißt im Klartext, das Übertragen ist bei der einen App etwas komplexer als bei der anderen. Da muss ich einfach noch diesen Zwischenschritt über das Teilen gehen. Wenn ihr es euch wirklich ganz, ganz einfach machen wollt, dann geht ihr einfach hier in die App ZS Anycam rein. Da habt ihr gesehen, dass ihr damit überhaupt gar keine Probleme mit dem Teilen habt. Das ist hier, was das angeht, sicherlich die einfachste Variante und im Übrigen auch die, die der Hersteller empfiehlt. Ja, das soll es dann aber gewesen sein. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zusehen. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch die Kamera auch gerne unten nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr euch die nochmal anschauen möchtet. Und ja, wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut.